Willkommen zukünftiger Kryptorentner zum heutigen Video. Heute gibt es wieder den Blick über den Tellerrand, Folge 3 mit dem Thema Elektroautos. Viel Spaß beim Schauen. Wie erwähnt, heute Folge 3 und es geht um die Elektromobilität, wo du Kosten sparen kannst und wie du das Ganze optimieren kannst und wie sich vielleicht für dich ein Elektroauto lohnen könnte und sie gar nicht so teuer sind. Und du siehst auch hier anhand des Artikels, dass im Jahr 2022 die Elektroautozulassungen um 59% gestiegen sind und so insgesamt 815.000 Elektroautos zugelassen worden sind, was eine erhebliche Summe an Fahrzeugen ist. Es geht hier weniger heute um den Umweltaspekt. Ich weiß, da gibt es die verschiedensten Meinungen. Die einen sagen, cool, das ist das Beste, was man machen kann. Die anderen sagen, aufgrund der Batterien ist das Ganze immer noch schädlich. Am Ende des Tages spielt es keine Rolle, wenn man mal in die Welt hinausschaut. Wir versuchen, die Welt zu retten. Andere Länder machen, was sie wollen und fahren auch damit gut. Dementsprechend, es gibt hier nicht den perfekten Weg. Man kann nur schauen, dass man eben hier möglichst das Beste macht. Deine Anregungen, Ideen und Meinungen wie immer gerne in die Kommentare. Ich verlinke dir auch alles unten in der Videobeschreibung. Da kannst du nochmal selber nachschauen und recherchieren. Aber wir kommen jetzt heute zu dem Thema und nicht gleich wegklicken. Es geht nicht nur um eine Automarke, es geht allgemein darum. Ich zeige es nur anhand einer Automarke und ich möchte dir zeigen, wo du dir noch vielleicht Geld sparen kannst, wenn du noch keine Wallbox zu Hause hast oder schon eine hast und. Dementsprechend dranbleiben lohnt sich. Gerne auch den Kanal abonnieren, kommentieren und natürlich ein Like dalassen, dass der Kanal wachsen kann. Jetzt kommen wir als Beispiel mal zu Tesla. Auch hier kann natürlich jeder davon halten, was er möchte, auch wenn viele sagen, das sind irgendwelche billigen Plastikbomber. Wie gesagt, da hat jeder seine eigene Meinung. Seine eigene Vorstellung, dem einen gefallen sie, dem anderen wiederum nicht. Darum geht es nicht, es geht einfach nur darum, dass unabhängig davon, dass Tesla meiner Meinung nach viel richtig macht, zum Beispiel die Produktion maximiert, den Preis so gut es geht drückt und auch sehr kurze Lieferzeiten hat, was du bei VW, Audi und Co. leider nicht hast. Da können wir gerne mal uns in einem separaten Video drüber unterhalten. Ich möchte dir heute mal zeigen, wie du möglicherweise sehr günstig an einen Tesla kommen kannst. Das Ganze gilt natürlich auch für andere Fahrzeuge, wie gesagt, das Ganze jetzt hier nur als Beispiel. Wenn du sagst, okay, das ist dir immer noch zu teuer, wenn du dich über den Link unten in der Videobeschreibung anmeldest und darüber deinen Tesla bestellen wollen würdest, dann erhältst du sogar noch sofort vor dem Bezahlen 500 Euro Nachlass. Somit kann sich das Ganze lohnen. Wir rechnen das Ganze mal durch. Du kannst über Fahrzeuge dir hier ein Fahrzeug aussuchen. Wir nehmen jetzt als Beispiel, weil es das aktuell meistverkaufte Fahrzeug ist, das Model Y oder auch Model Y. Und wenn du mal hier schaust, dann siehst du, das Fahrzeug kostet in der günstigsten Version 44.890 Euro. Also knapp 45.000 Euro. Auf der einen Seite sehr viel Geld, auf der anderen Seite, wenn du hingehst und sagst, das Ganze ist ein E-Auto, ein Neufahrzeug mit 0 Kilometern, mit einer doch recht guten Reichweite und auch sehr viel Hightech, dann ist das Ganze okay. Aber es geht natürlich günstiger. Dazu gehen wir zurück auf Tesla und klicken eben jetzt hier nicht ganz normal auf Fahrzeuge, sondern lassen wieder die Spalte öffnen und gehen hier auf den Lagerbestand. Dann kannst du hier deine Postleitzahl eingeben. Wir geben wieder einfach mal Hamburg ein, das spielt keine Rolle und du kannst hier den Umkreis eingeben, wo du das Ganze suchen bzw. abholen möchtest. Auch das spielt keine Rolle, weil fast alles überall lieferbar ist. Ich habe jetzt einfach mal alle Lieferbahnen genommen und jetzt wählen wir das Model Y aus und dann gehen wir hier oben nochmal auf niedrig bis hoch und dann siehst du, gibt es die günstigste Version für 43.180. Du sparst dir also fast 2.000 Euro, als wenn du das so frei bestellen wollen würdest. Die schwarze Version einfach ein paar Euro teurer. Es ist halt einfach so, die Lackierungen bei Tesla kosten mehr. Da kannst du dir überlegen, lohnt sich der Aufpreis oder bist du mit Weiß zufrieden oder vielleicht gehst du hin und folierst das Ganze. Das steht natürlich alles frei zur Verfügung. Da kannst du auswählen und es ist eben nur die kleine Version mit Hinterradantrieb, was aber 95% der Menschen langen wird und auch alle, die einen Performance fahren, werden es unterschreiben. Klar, es ist cool, wenn du mehr PS hast. Es ist cool, wenn du einen größeren Akku hast. Für den Otto-Normalverbraucher, der einfach nur zur Arbeit, zum Einkaufen, zum Freund fährt, der schafft es auch mit dem kleinen Fahrzeug. Du siehst also jetzt hier den Preis von 43.180 Euro. Und ich möchte das Ganze dir jetzt einfach mal live ausrechnen. Dazu habe ich jetzt hier den kleinen Rechner geöffnet und du siehst den Preis jetzt von hier 43.180 Euro. Warum habe ich den Rechner aufgemacht? Natürlich, es gibt hier einige Sachen, die wir beachten müssen, denn der Nettopreis liegt unter 40.000 Euro und vielleicht hast du es mitbekommen, es gibt die BAFA-Förderung, das Ganze jetzt mindestens noch bis Ende des Jahres für Privatkunden. Du siehst das Ganze unter 40.000 Netto-Listen.
höchsten Preis kriegst du 4.500 Euro, über 40.000 netto gibt es 3.000 Euro. Das Ganze wird sich dann zum 01.01.24 ändern. Was, wie genau, das bleibt abzuwarten, aber du siehst, aktuell gibt es 4.500 Euro. Das heißt, wir gehen jetzt hin, haben unseren Ausgangspreis, nehmen hier mal die 4.500 weg und dann bist du schon bei 38.680 Euro. Klingt erst einmal nicht schlecht, aber wie gesagt, wenn du über den Link dich unten anmeldest bzw. dein Auto darüber bestellst, dann bekommst du sofort noch einen Abzug von 500 Euro und so landest du schon bei 38.180 Euro, was ja doch schon mal eine sehr gute Summe an Geld ist. Wenn wir uns aber jetzt mal überlegen, okay, wie kann man das Ganze noch verbessern? Das Ganze ist doch immer noch recht teuer und zwar, du kannst die THG-Quote verkaufen. Was ist die THG-Quote? Das Ganze ist eine Quote, was an deinem CO2-Ausstoß bemessen wird. Das heißt, du sparst ja durch dein Elektrofahrzeug, sparst du CO2 ein, das sind Zertifikate und diese können dann irgendwelche Unternehmen, die viel CO2 ausstoßen, kaufen und können so weiter produzieren, weil sonst müssten sie eben hier Strafen zahlen oder die Produktion einstellen. Du als Privatperson kannst das Ganze nicht so einfach beantragen, aber selbstverständlich gibt es auch hierfür eine Lösung und hier gibt es zum Beispiel Geld für dein E-Auto. Das hast du vielleicht schon gesehen, vielleicht schon von gehört. Du siehst auch, die sind bekannt aus verschiedenen Zeitungen und viele mehr. Und jetzt ist natürlich die Frage, warum erzähle ich dir das Ganze? Wenn du hier mal runterscrollst, dann siehst du, dass du hier Geld für dein Fahrzeug bekommen kannst. Das heißt, du kaufst dein Fahrzeug, du meldest das Fahrzeug an und sobald du den Fahrzeugschein hast, kannst du das Ganze hier hochladen und du siehst, du bekommst für dein PKW 200 Euro, wenn du das Ganze im Endeffekt innerhalb von 7 Tagen sofort haben möchtest. Wenn du geduldiger bist, dann gibt es die Garantie, da bekommst du dann 250 Euro und wenn du ein bisschen risikoreicher lebst, dann bekommst du bis zu 380 Euro, je nachdem, was die Quote aktuell wert ist. Ich behaupte, das Ganze lohnt sich, weil ich denke nicht, dass du die unter die 250 Euro fallen wirst, sonst würden sie das nicht anbieten, aber die Wahrscheinlichkeit, dass du 300, 350 oder vielleicht im besten Fall sogar 380 Euro bekommst, ist doch sehr hoch. Über den Link unten in der Videobeschreibung kannst du dich gerne anmelden. Leider erhältst du hier nichts, aber wenn du das Ganze nutzt und mir auch verifizieren kannst, dass du das Ganze über meinen Link genutzt hast und eben auch beantragt hast, dann kannst du mir gerne schreiben, deine PayPal mitschicken und dann erhältst du von mir einen kleinen Bonus, dass du eben den Link hier benutzt hast. Dann haben wir beide was von und das finde ich doch ziemlich fair. Einfachheitshalber nehmen wir jetzt einfach mal 280 Euro, weil wie gesagt 180 ist unrealistisch. Sprich, wir rechnen einfach mal mit 280 Euro und zack, siehe da, du hast ein Fahrzeug von 37.900 Euro und das steht dann bei dir. Klar, du kannst es finanzieren, du kannst auch dein Fahrzeug in Zahlung geben, du kannst das Ganze auch leasen, wie du möchtest, da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Du siehst aber, du bist jetzt schon bei 37.900 Euro und das finde ich, ist doch wirklich eine schöne Sache. Für den einen oder anderen wird es immer noch nach ziemlich viel Geld klingen, wenn du aber hingehst und sagst, ich hätte zum Beispiel gern einen Opel e-Corsa ohne Angebot, Listenpreis, kosten die schon über 30.000 Euro und wenn ich jetzt ein Model Y, was doch sehr schick und sehr groß ist, mit einem Opel Corsa vergleiche, dann gebe ich lieber die 3.000, 4.000 Euro mehr aus und habe einen Tesla Y, was definitiv auch von der Ausstattung und von allem von der Technik deutlich weiter ist, gerade auch mit dem Ladenetzwerk und viele mehr. Dementsprechend eine coole Sache, soll jetzt aber keine Werbung sein. Ich bin einfach hier ein kleiner Tesla-Fan und behaupte mal, dass Tesla ähnlich wie Apple einfach was Außergewöhnliches ist und definitiv sehr vieles richtig macht, wenn auch nicht alles. Soweit, so gut. Jetzt kann man natürlich noch mehr Geld sparen und zwar kannst du eine Ladestation anmelden. Wenn du dann eine Ladestation, also eine Wallbox hier anmeldest, dann erhältst du noch einmal 200 Euro obendrauf. Das siehst du auch nochmal hier mit dem Taschengeld von 200 Euro und du bekommst dann auch noch 0,05 Cent pro Kilowatt, was du lädst, obendrauf. Das heißt, und vom letzten Mal Tipper zum Beispiel nutzt, dann siehst du, dass du heute Mittag, beziehungsweise wenn das Video erscheint, gestern Mittag zwischen 14 und 15 Uhr 25 Cent gezahlt hättest. Wenn dir das Unternehmen Geld fürs E-Auto noch 5 Cent zahlen würde, dann würdest du hier nur 20 Cent pro Kilowatt zahlen, was doch wirklich sehr günstig ist. Tesla wird, wie erwähnt, auch von Tibbe unterstützt. Das heißt, du kannst das Ganze hier anpassen, wann das Ganze geladen werden soll, so dass du immer in den günstigsten Tarifen zahlst. Du siehst also, du kannst doch ziemlich viel Geld sparen, nur weil du ein Elektrofahrzeug fährst. Weiter bezahlst du aktuell keine Steuern und diese Prämie, die ich dir eben hier ausgerechnet habe mit diesen 280 Euro, die bekommst du pro Jahr. Das heißt, du kannst die nächstes Jahr wieder beantragen, übernächstes Jahr wieder beantragen und du merkst, du bekommst einfach jedes Jahr wieder ein bisschen Geld zurück, was schon mal zum Beispiel die Versicherung abdecken könnte. Dann kannst du hingehen und sagen, wenn du ein riesen Sparfuchs bist, dann kannst du auch noch hingehen und schauen, wo gibt es kostenlose oder kostengünstige Ladestationen, denn wenn du zum Beispiel shoppen gehst oder einkaufen fährst, manche Parkhäuser und manche Einzelhandelanbieter bieten auch eine Ladesäule an, wo du während des
Einkaufen kostenlos oder zumindest günstiger laden kannst, was natürlich eine schöne Sache ist. Die E-Ladesäulen sind meistens direkt vorne dran, somit sparst du dir auch den Laufweg und hast nochmal so einen kleinen Vorteil. Du siehst also, es kann sich lohnen, unabhängig von der Umwelt. Dementsprechend einfach mal über das Thema nachdenken, ausprobieren, einfach mal schauen und so kann man sich meiner Meinung nach definitiv auch den ein oder anderen Cent sparen, weil wenn du das mit anderen Fahrzeugen vergleichst, dann bist du mindestens genauso teuer, aber meistens doch günstiger, hast sehr kurze Lieferzeiten von 1 bis 3 Monaten im Fall von Tesla und somit kann man meiner Meinung nach nicht wirklich was falsch machen. Wie immer, das Ganze ist weder eine Anlageberatung, noch eine Anmeldeberatung, noch eine Kaufberatung, noch sonst irgendwas. Du musst immer noch selbst entscheiden, wie du hier vorgehen möchtest. Alle Links unten in der Videobeschreibung. Du kannst mich unterstützen, du profitierst natürlich auch davon und dann soll es auch mit dem heutigen Video gewesen sein. Ich hoffe, das Ganze hat dir wie immer gefallen und geholfen. Falls dem so ist, weißt du, was zu tun ist und wir sehen uns dann zum nächsten Video zukünftiger Kryptorentner. Let's go. Yo, I'm like an addict, do I gotta have it? I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it, fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. Get up, nah, I ain't a quitter. Toss me the ball, I'm a really big hitter. Big picture, I'm a straight killer. Rising the song to the highest bidder. Got juice, got gas, I'ma move fast. New shoes, new tracks, like who's that? I'm new, come back, better than last. Yeah, it's a new me, never gonna look back. Never gonna look back. Cause damn, I was built to last. You move slow and I move fast. And that's fact.